Nächste Wortmeldung, Abgeordneter Dietmar Keck. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, lieber Werner Neubauer, du hast ja vorhin die Frau Bundesministerin gefragt, dass wir gestern nicht zugestimmt haben. Ist ja ganz einfach. Ich habe gestern einen Entschließungsantrag eingebracht, wo aufgefordert wurde, etwas vorzulegen. Und wir haben gestern schon gewusst, dass heute ein Gesetzesantrag kommt, wo es umgesetzt wird. Das war ganz einfach von dem her. Das war der Grund. Aber meine Damen und Herren, es ist zu werden. Aber meine Damen und Herren, die Novelle des Sozialversicherungszuordnungsgesetzes dient der Einführung eines Verfahrens zur Klärung der Versicherungszuordnung mit Bindungswirkung und damit soll im Sinne der Betroffenen eine Erhöhung der Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit erreicht werden. Und künftig soll ja bereits bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch bestimmte Personengruppen mittels Fragebogen eine Vorabprüfung durchgeführt werden, ob eine Pflichtversicherung nach den ASVG, GSVG oder BSVG vorliegt und die Versicherungszuordnung erfolgt dann mit Bescheid des zuständigen Krankenversicherungsträgers. Dies kurz zum Gesetz, aber meine Damen und Herren, ich möchte auf den Abänderungsantrag eingehen, den der Kollege Wöging eingebracht haben. Und da ist für mich ein wirklich sehr, sehr wichtiger Teil dabei, den der Herr Sozialminister schon angeschnitten hat, nämlich der, dass schwerarbeitende Menschen früher nur die Möglichkeit hatten, erst ab dem 57. Lebensjahr und mit nur 444 Versicherungsmonaten sich zu erkundigen, ob sie auch mit der Schwerarbeit in Pension gehen könnten, haben sie das nicht gehabt, haben sie keine Auskunft gekriegt. Das heißt, sie haben sich nicht orientieren können, ob sie mit 60 schon in Pension gehen können. Es wird mit diesem Abänderungsantrag jetzt auch erledigt. Sie können jetzt schon bei der Halbzeit, das heißt mit 50 Jahren, weil die Schwerarbeitergesetz sagt ja aus, dass sie vom 40. bis zum 60. Lebensjahr 10 Jahre in Schwerarbeit bringen muss, dass sie jetzt schon bei der Halbzeit mit 50 Jahren sich erkundigen können, ob sie die Voraussetzungen erfüllen, die sie brauchen, um die Schwerarbeitspension in Anspruch nehmen zu können. Sie brauchen auch die 444 Versicherungsmonate nicht mehr. Und diese Maßnahme dient wirklich der besseren Abschätzbarkeit bei Pensionsantrittsmöglichkeiten, weil sie dann auch noch die Möglichkeit haben, sollten Schwerarbeitszeiten von Seiten der Firma nicht eingereicht worden sein, dies nachzufordern, ohne dass Fristen versäumt werden. Thank you.